erstmal herzlich willkommen und ich freue mich, dass wir heute so viel Besuch da haben bei unserer Veranstaltung zum Thema Hugisa, Hooligans gegen Salafisten. Hat ja einen realen Hintergrund. Die 5000 marodierenden Typen in Köln haben ja ziemlich deutlich gezeigt, dass da auch eine anständige Gefahr von ausgeht. Und ich habe mir zwei kompetente Gäste eingeladen. Da habe ich auf der einen Seite Konstanze von den Piraten in Marzahn-Hellersdorf und Fanrechte Beauftragte der Piratenpartei? Nee, nur Sprecherin. Sprecherin. Genau. Sprecherin der PG. Genau, der Projektgruppe. Okay. Und Sören Kohlhuber, bekannter Pressefotograf und sportbegeistert, wie man auch sehen kann. Und Schmierfink. Schmierfink bist du auch, ja. Von Hooligans haben wir irgendwie schon in den 80ern und in den 90ern, glaube ich, gehört. Was macht diese Bewegung aus? Wo kommt die her? Puh. Ja. In Deutschland haben wir eigentlich eine theoretisch klare Linie zwischen eben Ultras und Hooligans. Die einen singen die ganze Zeit und machen bunte Choreografien und die anderen prügeln sich meistens ja auf den Ackermatchen. So ist es quasi einfach darzustellen. Also okay. man könnte jetzt sozusagen der Theorie des Innenministers quasi folgen und sagen, die Ultras sind meinetwegen Kategorie B, also gewaltbereit. Das heißt, wenn jemand kommt und der möchte sich hauen, dann haut man sich mit. Und die Hooligans in der Kategorie C sind die, die halt die Gewalt suchen, also die, die dann wahrscheinlich den Ultras die Gewalt anbieten, die sie dann annehmen, wenn man jetzt ein bisschen polemisch darstellen will. Also die Hooligans kann man schon eher in die rechtsextremere Ecke stellen, wenn man es jetzt ganz böse sagt. Und unter den Ultra-Gruppierungen finden wir aber viele, die sich eher als links beziehungsweise gar nicht politisch bezeichnen, eher links tendierend sind. Und ja, wenn man das halt so in die Trennung, wenn man da eine politische Trennung nehmen will, kann man schon ganz böse diese Rechts- und Links-Trennung vornehmen, die aber auch am Ende nicht immer ganz so funktioniert. An sich will ja, glaube ich, die Fußballszene auch eher unpolitisch sein. Also zumindest ist das so das, was der DFB gern hätte und was auch von vielen Faninitiativen immer wieder meiner Kenntnis nach verlautbart wurde. Also vorab muss man sagen, dass halt, glaube ich, niemand die Deutungshoheit hat über das, was in den deutschen Stadien passiert. Also selbst innerhalb der Ultrabewegung gibt es keinen Konsens über, also es fängt an bei Pyrotechnik und endet bei Gewalt und ist auch Politik, ist die Frage. Es gibt halt Ultragruppen, die ganz klar sagen, sie sind politisch und sie wollen auch die Politik im Stadion haben und damit meinen sie die gesellschaftliche Politik. Und dann hast du aber Gruppen, die meinen, sie seien vermeintlich unpolitisch, sind es aber nicht. Also selbst wenn sie halt irgendwie Demonstrationen veranstalten wegen Stehplatzpreisen oder wegen Sicherheitsgeschichten, dann sind sie schon politisch. Sie engagieren sich dann fanpolitisch, aber sie sind politisch. Also sprich, das Politische findet im Stadion grundsätzlich immer statt. Das, was diese vermeintlichen unpolitischen Gruppen eigentlich ja nur meinen, ist auch ein konkreter linkspolitischer Ansatz. Also sie wollen halt keine antifaschistische Arbeit, keine antirassistische, keine antisexistische und antihomophobe Arbeit, sondern sie wollen quasi diese Tradition, diese vermeintliche Tradition beibehalten. Das heißt, wenn man jetzt überspitzt sagen möchte, wollen sie halt beibehalten, dass da weiße heterosexuelle Männer irgendwie im Block stehen und es gibt dementsprechend auch Gruppen, die auch Flyer verteilen, die sich gegen Frauen richten, die sich, also die sagen halt keine Frau im Block und keine Schwulen im Block etc. pp. Da gibt es halt auch so eine Beispiele. Wie wichtig ist denn da eigentlich dieser der eigentliche Verein und der Sport bei den Hools, wenn ja eigentlich so die Kernaktivität ist, sich auf dem Acker zu treffen und gegenseitig auf die Fresse zu hauen? Also ich habe mir mal irgendwann die Gedanken gemacht und habe versucht, einen legitimen Grund für Ackermatche mir mal irgendwie zu überlegen. Und bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, dass es halt, es geht immer um den Verein, um die Stadt und so weiter. Also das ist immer sozusagen so das identitäre Wichtige. Mhm. Es gibt quasi drei Möglichkeiten, die den Verein und die Stadt sportlich zu repräsentieren. Das ist einmal die Mannschaft, die auf dem Feld spielt, die das reale Ergebnis macht. Die Ultras jeweils quasi, die sich, oder die Fans, es gibt ja nicht mal nur Ultras, sondern auch Supporter, die sich halt niedersingen, die sozusagen mit Kreativität oder mit Lautstärke versuchen, in den Fankurven den Sieg zu erringen. Und dann ist halt die dritte Kategorie, die macht das dann auf dem Acker klar und repräsentiert dort halt ihren Verein. So wäre quasi mein... C. Genau, das wäre dann die C. Und das wäre sozusagen, das wäre mein Erklärungsansatz. Wahrscheinlich würden jetzt Hools mir sagen, nein, das ist gar nicht so, das hat alles ganz anderen Ursprung und das hat alles ganz andere Gründe. Aber das ist sozusagen das, was ich wahrnehme. Weil es schon den Hools auch um ihren Verein geht, beziehungsweise auch um die Stadt. Es gibt sonderbare Bündnisse auch hier in Berlin zwischen
eigentlich ja theoretisch verfeindeten Gruppen, die sich dann aber zusammenstellen, um die Stadt zu verteidigen gegen andere Hools aus anderen Städten. Also sprich, diese Identität ist dann auch nochmal austauschbar. Ne? Also der Feind ist nicht immer wichtig. Wenn sich zwei finden und die hauen sich auf die Fresse, sollen sie das halt machen, so grundlegend. Ne? Ich meine, der eine kriegt dafür irgendwie Millionen, hallo Herr Klitschko, und der andere macht das halt einfach privat als Banker irgendwie am Wochenende auf dem Acker in der Lausitz oder so. Hat halt jeder so seine eigenen Interessen und seine Hobbys. Die Frage ist halt, was, wie machst du das? Ne? Wenn ich halt irgendwie Videos sehe, und ich sehe mir häufiger Hooligan-Videos an, und dann trägt eine Gruppe T-Shirts mit Hakenkreuz so. Das ist dann nicht mehr für mich einfach nur, wir hauen uns auch Spaß auf die Fresse. Was dann ja so ein bisschen auch die Erklärung oder zumindest eine Erklärung für das Zusammenkommen von Hogesa sein könnte, wenn man dann... Da wäre dann das Bindeglied Deutschland. Wie lange hat das an Vorlauf gebraucht, um eben eine politische gemeinsame Aktion mit einem nationalistischen Konsens irgendwie zu starten? Also das fing vor einem Jahr an. Also es gab vor einem Jahr einen Artikel im Spiegel, wo das auch nochmal thematisiert wurde, wo oft davor gewarnt wurde, dass sich da wieder was zusammenbraut, dass es nicht einzelne Gruppen sind, sondern dass man da schon einen Zusammenschluss erkennt. Und da ist, also ich würde es so als auf ein Jahr bezeichnen, wenn man es ganz pragmatisch, also vorher hatte man eher so Einzelgruppen, die sich dann vor einem Jahr irgendwie zusammentaten. Ich würde sagen, dass man theoretisch, also ich glaube, dass diese Zusammenstellung oder die gerade diese Bündnisse, die da entstanden sind, ihren Ursprung auch haben darin, dass die Hooligans einen neuen Selbstbewusstsein getankt haben. Gerade dieses prominente Beispiel Aachen, ja, ist ja ein Beispiel einfach, wo Hooligans in Aachen zeigen konnten, hier, wir können irgendwie die Zecken aus dem Stadion prügeln, wir haben immer noch die Macht, nachdem man irgendwie gefühlt 20 Jahre lang im Stadion nicht mehr präsent war. Das und war jetzt, nachdem sich die Aachener Ultragruppen genau, oder Gruppe... Nachdem die Aachen Ultras aus dem Stadion verdrängt wurden durch Gewalt und so weiter, beziehungsweise Aufgaben, sage ich mal, aber eigentlich verdrängt wurden und der Verein sie auch nicht unterstützt hat. Es gibt auch noch andere Beispiele, wo rechte Hooligans die Ultras dann, die antifaschistischen und antirassistischen Ultras bedrängt haben, wie in Düsseldorf gab es ja das Beispiel, in Duisburg gab es das Beispiel. Also sprich, es gibt verschiedene kleine Beispiele, die hätten uns theoretisch in den letzten 3 Jahren so eine kleine Warnung sein können. Und dann irgendwann kam jetzt diese Hogesa-Geschichte und ich glaube, dass niemand, also ich kenne niemanden, der davon ausging, dass da 5000 Leute zusammengekratzt werden können. Wahrscheinlich hätten wir alle gedacht, irgendwie, also die sich da mit der Materie auseinandersetzen, gut, da kommen da vielleicht 1000, 1500, weil es gab schon eine Hogesa-Veranstaltung in Dortmund und da waren es einige hundert. An der Katharinentreppe, die auch total planlos an der Katharinentreppe stand, weil keiner damit rechnete, dass überhaupt jemand kommt. Also scheinbar, selbst die Hogesa-Leute sind davon überrascht. Und man hat ja auch jetzt gerade bei Hannover gesehen, so diese 5000 waren eventuell auch jetzt mal sozusagen schon so ein Zenit, der da erreicht wurde. Die Frage ist halt, können sie diesen Level überhaupt halten? Gerade diese Bündnisse auf Hooligan-Ebene, die zerplatzen auch gerne mal wegen Eitelkeiten. Und da muss man dann die Entwicklung betrachten. Das ist jetzt bei Hogesa gerade ist so frisch noch, das kann man noch gar nicht, glaube ich, so tief analysieren, was da jetzt real an Potenzial vorhanden ist. Ja, du hast ja den allgemein wachsenden Rechtsextremismus wieder, der da schön mit reinspielt, wo du natürlich auch schön jetzt so ein Sammelbecken hast, wo sich quasi jetzt hat man diesen Fußball als Verbindung, jetzt hat man diesen Rechtsextremismus als Verbindung, also da ist halt so eine schöne Mischung, die man ja allgemein, haben wir ja diesen wachsenden Rechtsextremismus und den sieht man halt da auch wieder. Aber findet da jetzt noch eine stärkere Vermischung von Hool-Szene und Nazi-Szene statt? Also ist das zu befürchten oder? Also ich war ja nicht vor Ort in beiden Städten, habe einen Kollegen, der war vor Ort, der hat sich die ganze Geschichte angeguckt und der hat mir zum Beispiel gesagt, nach seiner Einschätzung war es so, dass prozentualer Anteil betrachtet in Hannover viel mehr Neonazis da waren als Hooligans selber. Und auch auf den Fotos habe ich, die ich gesehen habe, habe ich wesentlich mehr mir bekannte Kader von Neonazi-Gruppen, gerade aus dem Ruhrgebiet, wiedererkannt als eben vorher oft aus der Hooligan-Ecke und aus der Fußball-Ecke. Es gibt jetzt auch natürlich, gerade in Hannover konnten wir es sehen, Gruppen wie PI News oder irgendwelche anderen obskuren rechtspopulistischen Gruppen, die versuchen auf diesen Zug, der jetzt gerade da anläuft, der die vermeintliche super-duper Bürgerbewegung darstellt, aufzuspringen. Also das, was wir jetzt auch mit diesen besorgten Bürgerprotesten hier in Berlin immer überall sehen. Das kann man bei diesen Bürgerprotesten mitnehmen. Wir haben zum Beispiel, als jetzt am Montag die Marzahn-Demonstration war, da gab es jemanden, der schrieb auf Facebook von wegen, ja, die Antifa mobilisiert hierher, hoffentlich kommen noch ein paar Hools von Union und BFC. Also da versucht man jetzt gerade
gerade eher von der Nazi-Seite aus, die Hools für sich irgendwie zu holen, zu instrumentalisieren eventuell, während die Hools eigentlich auch immer noch keinen Bock haben auf diesen Politikquatsch. So. Die haben halt ihre Chancen gehabt so mit den ganzen Parteien und so weiter und die Hools wollen jetzt eigentlich nur anpacken. Ne? Die wollen halt nicht irgendwie instrumentalisiert werden und so weiter. Und man hat aber auch noch eben gerade so ein Mobilisierungspotenzial. Ich finde, das größte Mobilisierungspotenzial sehen wir gerade in Dresden, wo am Montag 3000 rassistische Bürger auf die Straße gegangen sind unter dem Pegida-Motto. Also sprich, da ist glaube ich, allgemein jetzt gerade eine allgemein gute Mobilisierungsfähigkeit für rechte Strömungen und diese Asyldebatte, die ja dann auch angeheizt wird von bestimmten Parteien und Politikern aus dem Bundestag, das ist ja genau dann das Ding. Ne? Das fruchtet dann super duper und dann haben wir theoretisch die gleiche Melange wie Anfang der 90er in Deutschland. Ich glaube, dass viele sich in diesen rassistischen Protesten irgendwie wünschen würden, dass die Hogeser da Anschluss findet. Ob jetzt die Hogeser Bock hat, mit Oma Inge von dem angehen, das nächste Asylbewerberheim zu laufen irgendwo, das ist dann auch nochmal die andere Frage. Ich glaube, wichtig ist, dass man die Sache beobachtet. Also nicht, dass es jetzt wieder, jetzt findet nichts mehr statt, jetzt hat sich das erledigt, wie Innenminister so gerne sind. Das ist halt, war jetzt kurzer Peak und jetzt hat sich das schon wieder erledigt. Das geht von alleine, sondern dass man da halt alle so ein bisschen den Blick drauf haben, was passiert jetzt bei den ganzen Demonstrationen gegen die Asylbewerberheime. Findet man da jetzt auch Überschneidungen? Aber da müssen halt die Leute, die irgendwie auch die Polizei irgendwie eigentlich ihre Aufgabe sein sollte, man lernt es ja meistens immer ein bisschen anders, vielleicht auch mal irgendwie hoffentlich den Blick haben. Es gab ja auch vielfach Versuche von Vereinen mit Faninitiativen gegen Rassismus und Fußballfans gegen Homophobie, jetzt nur mal zwei Beispiele. Gibt es denn überhaupt Vereine, die das erfolgreich geschafft haben, sich da von einem solchen, von so einem Image und vor allem auch von den Leuten dann entsprechend zu distanzieren, zu trennen, sodass das auch einen nachhaltigen Erfolg gezeigt hat? Na, das ist ja das, was Sören vorhin auch meinte, dass wir in den 90er Jahren schon recht viel in den Stadien Rechtsextremismus hatten, auch sehr offenen. Also da, wenn ich selber bei Hertha gucke, kennt man es dann einfach auch noch aus den 90er Jahren, was da passiert ist und auch in den Kurven stattgefunden hat. Und zu heute hin sich da schon einiges entwickelt hat, auch in der Fankultur, in der Fankurve, dass man sich halt auch Fußballfans gegen Homophobie, hast du ja schon gesagt, Hertha-Fans gegen Rechts gibt es. Es gibt bei Union schöne Eisern ohne Nazis. Also es gibt halt ganz viele Beispiele, die auch zeigen, dass sich da in Teilen was entwickelt hat. Das Wichtige ist halt jetzt bloß, dass man halt mit diesem Hooligan, mit dem erstarkten Hooligan, nicht wieder eine Rückentwicklung irgendwie stattfindet. Also man muss halt die Ultraszene auch so ein bisschen stärken, die Fanszene an sich, also nicht nur die Ultras, sondern die Fanszene, die Kurve und alle, die da reingehen, dass sie sich halt klar positionieren. Wie ist das mit Symboliken und so? Kann man die dann auch, also Symbolik von Fangruppen, kann man die dann auch noch konkret wirklich aus dem Stadion verbannen? Oder? Naja, jeder hat ja so quasi die eigene Stadionordnung, in der entscheiden kann, was verboten wird. Die Hogeser-Sachen sind jetzt, glaube ich, bei, ich möchte jetzt nicht sagen alle, aber beim Großteil der erst zwei Drittliga-Vereine verboten worden, die ganzen Symboliken. Also man kann da als Verein eine ganze Menge tun, um zumindest erstmal das aus dem Stadion heraus zu verbannen, was aber das Problem nicht löst. Hm. Und da ist es lieber besser, vielleicht mit verschiedenen Aktionen, und da fängt es in der Schule an, über die Jugendorganisationen von kleinen Vereinen auf dem Dorfebene, wo halt ganz viel unter der Hand läuft an Rechtsextremismus. Das ist der Vater, der irgendwie eine rechtere Meinung hat, der dann die Dorfjugend trainiert. Also da einfach auch immer die Augen aufzuhalten und da Geld reinzugeben. Also Fanprojekte, Fanarbeit läuft halt nicht ohne Geld. Und wenn ich da versuche irgendwie das wird schon irgendwie, dann hat man halt irgendwann das Problem, wie wir es jetzt haben. Also da hast du nochmal, du musst genau, da müsste man theoretisch mit jedem einzelnen Verein über Jahre hinweg sozialwissenschaftlich wahrscheinlich auseinandersetzen, um dann Konzepte individuell auf den Verein zugeschnitten zu machen. Das ist langwierig, das ist kostenintensiv und das wird wahrscheinlich auch viele einfach abschrecken. TB, ein Verein, der in der Berlin-Liga, sagen wir mal, mittlerweile dann sehr linken und Multikulti-Ruf hat, wie man immer so schön sagt, was dazu führt, dass die Fans und auch teilweise die Spieler öfter mal bei den Spielen Angriffen ausgesetzt sind. Wie ist denn da insgesamt so die Stimmung? Weil ich meine, ich selber habe es natürlich auch schon bei ein paar Spielen gesehen, dass dann teilweise so die lokale, regionale Nazi-Riege extra zum Spiel kommt, aber wie tief sind denn die Nazis gerade in der Berlin-Liga jetzt so auch mit den Vereinen verwoben? Du spielst ja quasi direkt
auf einen meiner Lieblingsvereine, TSV Rudo 1888, an. Ja. Das ist nur das Gründungsjahr. Das ist nur das Gründungsjahr. Rudo ist seit, also eigentlich noch vor der Wende schon bekannt gewesen als eben ein Ort für Neonazis und Rassisten und so weiter. Dementsprechend, da würde ich jetzt, der Verein ist jetzt mal, ist nur sozusagen das Symptom, das, was wir mitkriegen, ne, das, was wir sehen. So. Theoretisch hätte man in Rudo auch schon früh bei der Rudor Spinne oder so, da hätte man schon mit viel mehr sozialpädagogischer Arbeit vielleicht anfangen müssen. Also ich kenne mich jetzt nicht ganz genau aus in Neukölln. Aber das Problem ist länger bekannt und der Verein, jetzt den Verein da in die Haftung zu nehmen, komplett für das, was in Rudo grundsätzlich schief läuft, ne? Also in Rudo läuft halt vieles schief jetzt, auch außerhalb des Vereins. Das ist, finde ich, nicht so richtig. Ich finde, man müsste eher den Verein nochmal an der Hand nehmen quasi und müsste ihm nochmal erklären, was denn seine Aufgabe in der Gesellschaft ist. Der Verein oder ein Verein grundsätzlich hat in der Gesellschaft einfach eine bestimmte Aufgabe, was Bildung angeht, was die Formung des Menschen auch quasi angeht, nach demokratischem Muster, sofern man das jetzt mal so, ne, in diesem Theorem nimmt. Und da müsste man die eher nochmal daran engagieren. Und das dafür ist dann nämlich nicht der Bezirk verantwortlich, der die Gelder vergibt, sondern da ist dann auch einfach der Berliner Fußballverband verantwortlich, der sich ja auch gerne brüstet mit irgendwelchen Anti-Sachen oder der da auch natürlich aktiv ist. So, das will ich dem jetzt gar nicht unterstellen, dass er das nicht macht. Und der müsste viel mehr dort auch das Auge drauf haben, gerade bei den Vereinen, die eben in der höchsten seiner Ligen spielen. Und das, glaube ich, das macht er einfach viel zu wenig. Da hat er nicht so den, da guckt er nicht so drauf. So. In der ersten Liga, zweiten Liga, dritten Liga, wo die Öffentlichkeit noch schön das Auge drauf hat, da kann man noch nicht ganz so viel machen. In den unteren Ligen hat man da schon viel mehr Handhabe, auch egal in welche Richtung man jetzt irgendwas lenken möchte. Und das ist halt auch so, man guckt so bis die ersten drei Ligen und da guckt auch nur irgendwie so die Medien hin und die picken sich auch nur das raus, was sie gerade brauchen, und gucken aber gar nicht weiter runter. Also das ist halt auch so. Wobei es sogar einfacher ist, in den ersten drei Ligen gegen rechte Bestrebungen vorzugehen, weil eben das mediale Auge da ist. Wenn halt zum Beispiel eben in Dortmund eine Solitapete mit einer Neonazi-Gruppe erscheint, dann sehen das alle und dann gibt es sofort Ärger und dann muss sofort gehandelt werden. Aber was sie halt nicht zeigen, sind die Medien, sind halt diese Gegenproteste. Die werden halt schön zum Teil noch totgeschwiegen. Also das ist halt Problem, die Problematik. Man kennt halt, wenn man Fußball guckt oder wenn man die Nachrichten zu Fußball guckt, weiß man irgendwie, bei Hertha gegen Düsseldorf gab es ordentlich Pyrotechnik, aber irgendwie alle anderen Aktionen drumherum, dass die Schickeria München irgendwie diesen Kurt-Landauer-Cup hat oder dass es da andere Sprüche gegen Nazis gab, die gibt es halt nicht. Die Geschichte, dass man irgendwie in den unteren Ligen die Neonazis viel verstärkter irgendwie mitkriegt, ist ja auch nicht neu, ne? Also ist ja auch eine Geschichte, über die wir schon seit 10, 20 Jahren reden. Gerade weil es dort eben weniger Präsenz allgemein gibt, weniger Zuschauer, sprich, da fällt so ein rassistischer Spruch ja auch mal mehr auf als im Olympiastadion, wo 70.000 sind. Mhm. Die Problematik, die wir jetzt konkret in der Berlin-Liga haben, ist eher die, dass die Vereine noch weniger sensibilisiert sind, so ist mein Gefühl, als in oberen Ligen und auch der Verband sich da nicht in der Rolle sieht, in irgendeiner Form einzugreifen. Wir sind halt in der Berlin-Liga, das muss man auch sagen, ist die höchste Liga hier im Berliner Fußballverband. Und wenn dann ein Neonazi mit Kamera Fotos von linken Fans macht, sich dann aber wiederum beschwert, wenn anwesende Pressejournalisten Neonazis, bekannte Neonazis, die für Brandanschläge verurteilt wurden, ihrerseits in ihrem Blog fotografiert, wenn der sich dann beschwert beim Verein und der Verein kommt und die Presseleute daran hindern will, weiter Fotos zu machen, dann zeigt das schon irgendwie, dass da im Verein irgendwas nicht stimmt, ne? Die Vereine selber, also gerade die Erst-Zweitliga-Vereine in Berlin, haben halt auch die eigene Verantwortung, nicht nur ihren ersten Verein zu beobachten und deren Fans und zu hoffen, wenn wir da das Stadionverbot ausgelöst haben, dann ist es erstmal weg, sondern halt auch weiter runter zu gucken. Also wir hatten, ich glaube, vor einem halben Jahr den Vorfall, dass Hertha-Fans der zweiten Mannschaft, ich glaube, den Hitlergruß gezeigt haben und aber auch anwesende Ordner darauf null reagiert haben. Also da zeigt es halt auch, dass weder die Ordner anscheinend ordentlich geschult sind in den unteren Ligern. Hertha BSC hat sich dann davon distanziert, aber auch da muss wahrscheinlich jeder oberliegender Verein, die eine erste Mannschaft in der ersten, zweiten Liga haben, auch noch viel mehr unten gucken und halt auch viel mehr dort noch arbeiten. Dann wie wäre es nochmal mit Abschlussstatements? Was würdet ihr gerne den Herren Henkel und Jäger noch so mit auf den Weg geben zum Umgang mit Fußballfans, Ultras, Hools und insbesondere nochmal diesen Hooligans gegen Salafisten? Raus.
Das, der Einwurf aus dem hinteren Publikumbereich, trau kein Plakat, informier dich, sorgt für Erheiterung, ja. Dass ich den Innenminister gerne sagen würde, dass sie, bevor sie auf irgendeine Kamera treten und irgendwas erzählen, vielleicht sich erstmal informieren. Und da stimmt das schon, was aus dem hinteren Bereich gesagt wurde. Denn mit den Dingen, die ich sage und äußere, auch als Innenminister, setze ich halt auch irgendwie ein Zeichen in Richtung den Leuten, die sich gegen Rassisten im Stadion aktiv einsetzen. Und ich schwäche sie halt auch damit, wenn ich alles gleichsetze. Und du? Ach, den Innenministern, dem muss ich nichts erzählen. Aber ich finde das, was vorhin über Herrn Buschkowski gesagt wurde, sehr interessant. Ich finde seine Einstellung sehr sportlich. Dass es ihm egal ist, wenn die Leute sich gegenseitig auf die Köpfe hauen, finde ich gut. Ich finde, er könnte mal Pate werden auf den Brandenburger Äckern. Das würde bestimmt gut aussehen. Vielleicht das Buschkowski-Feld? Ja. Vielleicht irgendwie könnte er auch einfach mit Henkel zusammen dann so eine Patenschaft machen. Und dann könnte man... Nee, ich denke jetzt eher daran, dass die Berliner Polizeikräfte, die Kasernierten, vielleicht dann auch einfach mal ihren Druck, den sie manchmal haben und an Fußballfans auch gerne ablassen, dass sie den dann auch mal unter Buschkowskis Schirmherrschaft auf dem Tempelhofer Feld meinetwegen. Platz haben wir ja. Platz haben wir, da können sie alle. Können sie laufen. Da kann dann. Können sie üben. Gut gegen Henkel. Das. Ah, Ho-ge-he. Das klingt jetzt aber schon wieder wie Ha-ho-he, aber das finde ich gut. Nein. Okay, wir brechen an der Stelle einfach mal ab. Konstanze Sören, ich bedanke mich sehr, dass ihr heute Abend Zeit hattet und ich hoffe, wir konnten euch allen ein bisschen was mitgeben. So, wir sind dann raus. Tschüss.